So, hier haben wir eine Miele mit der TW 400. Da ist der Türschalter defekt. So, eingeschaltet. Schließt nicht. Dementsprechend startet er auch nicht. Gucken wir mal, dass wir den Türschalter irgendwie austauschen. Zwei Kappen. Raus. Dann habe ich hier ein T20 Torx. Die äußeren beiden Schrauben lösen. Auch T20. T20 im Türschlossschalter. So, dann wird da Spannringzange. Das ist der mechanische Verschluss, den dreht hier ein bisschen zur Seite und nach hinten. Einsetzen der Tür. Aufpassen. Der mechanische Verschluss muss nachher hier rein, bevor die Tür komplett zu ist. Thank you.
manche wieder vernünftig einsetzen. Ja, dabei aufpassen, dass das vernünftig sitzt. Ja, bevor ihr das dann komplett zumacht, natürlich den Türschalter erstmal befestigen, sonst, weil man muss hinten nur mal ein bisschen festhalten, dass er nicht wieder nach hinten rutscht. Gegenhalten. Wenn es nicht so gut rutscht, könnt ihr auch ein bisschen Spülmittel nehmen vorher, dann kann man die Manschette ein bisschen besser einsetzen. Manchmal ist sie ein bisschen zu trocken. So, Spannring setze ich später ein. Jetzt prüfen wir erstmal die beiden unteren Schrauben, setze ich auch später ein. Wir prüfen erstmal, ob die Tür zugeht. Ja, jetzt ist sie auch zu. Wunderbar, klappt.
Ja, da hat es geklappt. Also seht, dauert ungefähr 10 Minuten. Ein paar Werkzeuge, T20, Schlüssel 10 und dann klappt's. Okay Leute, bis zum nächsten Video.